G20, ja, ergebnislos wie zu erwarten, also auch wenn einige Medien das anders darstellen, wenn man sich durchschaut, es sind ja nun wirklich Verlautbarungen getroffen worden, die keinerlei bindende Wirkung haben, alles großes Blabla, wir wollen, wir werden, wir sollten und man müsste mal, ich glaube, darauf kann man es auch konzentrieren. Das Wesentliche, was man sagen kann, war auch das, was vorher schon zu erwarten war, sie haben miteinander gesprochen. Vor allem Putin und Trump haben länger miteinander gesprochen, als man das erwartet hat. Das kann eigentlich nur positiv sein, also von daher nehmen wir es als Erfolg, dass man miteinander geredet hat. Mehr gibt es da wohl auch nicht zu sagen. Das Umfeld dazu gibt es hingegen sehr, sehr viel zu sagen und dazu wurde jetzt in den letzten Tagen auch extrem viel gesagt, deshalb will ich es auch sehr kurz machen. Die G20-Krawalle, es war zu erwarten und die Dramatik war zu erwarten und ja, was wird am Ende die Konsequenz sein? Natürlich wird das überhaupt nichts an dem ändern, was die G20 entscheiden, was sie tun, was sie machen, ganz im Gegenteil. Also gucken wir mal an, was hat es denn tatsächlich für Auswirkungen? Natürlich wird man jetzt geschockt da hinschauen und sagen, guck mal, um Gottes Willen, ja, da müssen wir was gegen tun. Also man wird es als Vorlage nehmen, mehr Staat zu fordern, mehr Überwachung zu fordern, aber das eben gegen jedermann, nicht unbedingt gegen die, über die wir da sprechen. Klar, man fordert jetzt eine europäische Extremistendatei, aber ich bin gespannt, wie schnell man dann auch auf dieser Datei landen kann. Kurzum, es wird wieder eine Umdrehung der Schraube mehr in Richtung Überwachung der Bevölkerung, in mehr Repressalien gegenüber der Bevölkerung sein. Ob sich es am Ende wirklich gegen die richtet, die diese aggressive und verrohte Gewalt ausüben, das darf man abwarten. Und da haben wir natürlich auch ein ganz, wenn man sich das anschaut, eine sehr, sehr unterschiedliche Wahrnehmung in Deutschland, was linke und rechte Gewalt angeht. Wenn man sich die Rote Flora, die Szene anschaut, die geduldet wird in Hamburg, die akzeptiert wird, die besetzte Häuser sind halt da, ist halt so. Ja, der Protest eskaliert und wird dramatisch mit einer unglaublichen Gewaltorgie gefeiert gegen die eigenen Leute. Also da kann man nicht mal mehr sagen, das geht jetzt gegen das Establishment oder sonst was, sondern es geht gegen die eigenen Leute, gegen den eigenen Kiez, es geht um die Gewalt an sich. Ja, und darin liegt vermutlich auch schon die Sympathie, die die Politik insgeheim mehr gegen die linke als gegen die rechte Szene hegt. Denn stellen wir uns nur ansatzweise vor, die gleichen Ausschreitungen in Hamburg wären nicht von Linken, sondern von rechten Gewalttätern ausgeübt worden. Was da los wäre, was hier angestellt würde, wie hier die Szene aufgemischt werden würde, und zwar zu Recht, davon ganz ab, aber das zeigt einmal mehr den Unterschied, wie unsere Politik rechte und linke Gewalt und Extreme wahrnehmen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass man sagt, naja, die Linken, die wollen ja eigentlich gar nichts ändern. Die werden uns ja an keiner Stelle gefährlich. Die wollen ja nur spielen. Die wollen doch nur Randale um der Randale wellen. Und das ist politisch doch gar nicht gefährlich. Im Gegenteil, das können wir doch sogar nutzen, um unsere Ziele mit mehr Überwachung in diesem Themen besser durchzusetzen. Lasst sie doch den Frust abbauen. Gefährdet den Staat ja nicht. Haben wir wieder mehr und gute Argumente für mehr Überwachung etc. pp. Möglicherweise ein Gedanke.